Naviro wird jedes Ei, das du aufhebst, beurteilen. Je schwerer und wohlriechender das Ei ist, desto höher die Chance, dass es seltene Gene enthält. Trage das Ei aus dem Monsterbau und es gehört dir. Du kannst es dann bei den Stallungen ausbrüten. Gut riecht? Ja, Moment, bevor ich das Ei jetzt hier einsammle, würde ich doch erstmal die Höhle gerne erkunden, oder? Sonst trägt er das Ei mit sich rum und ich bin total nicht mobil. And I don't like that. Hey Kumpel. Ah, ist ja okay. Ist ja gut. So einen kleinen Jingle. Lass mal riechen. Riecht nicht wirklich nach viel und es wiegt auch noch leicht. Bist du sicher? Nein, natürlich nicht. Du hast mir das ja mal übelst madig geredet. Riecht nicht wirklich nach viel und es wiegt auch. Nimmt er sich immer das Blaue? Etwas wirklich Klauenhaftes wird bald passieren, ich weiß es. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Die Eier sind alle weg. Oh! Ach so! Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Das ist das, das du mitnehmen willst? Dann lass uns zurück zum Dorf gehen. Ja, was heißt, es ist nichts anderes mehr da? Oder? Weg, Dude. Ich sehe gerade, da vorne ist noch ein Insekt. Das kann ich aber nicht mehr einsammeln jetzt. Okay, der ist voll blockiert. Schade. Jetzt, by the way, Kingdom of Amalur für die Switch gegönnt. Mal wieder ein gutes RPG fürs Büro. Das hat damals auch echt Spaß gemacht. Freue mich drauf. Kingdom of Amalur sagt mir tatsächlich nichts. Monsterbau verlassen? Einen bescheiden irgendwas erhalten. Ach so, der hat das Ei jetzt eingesackt, ja? Wo haben wir noch mal? Hatten wir nicht so ein Eier hier, Eierkarton? Leicht normaler Geruch. Bescheiden. Ich würde ja gerne wieder zurück hier rein. Ja, ich habe den Titel schon gehört, aber ich kann mir gerade nichts darunter vorstellen. Das war halt ein Tutorial-Ei. Okay. Kam, glaube ich, ziemlich zeitgleich mit Skyrim raus, weil... Das Studio dahinter hat es auch nicht überlebt. Boah, das ist immer so traurig, ne? Manchmal hast du als Studio einfach nur Pech. Und manchmal Glück. Das ist das Leben. Okay. Ich meine, ich will jetzt nicht unbedingt gegen so ein Kleinvieh kämpfen. Aber was mich jetzt interessiert, wir haben einmal gegen die gekämpft. Sehen wir denn jetzt, wie viel HP die haben? Haben wir das quasi gelernt, wie viel HP die jetzt haben? Ja. Ja. Aber Moment, wir müssen sowieso gegen diese Viecher hier kämpfen, weil das ist Teil unserer Mission, ne? Gleichstand.
Technik. Nee, müssen wir Kraft machen. Doppelangriff! Gegen so einen Kackinsekt. Hey Lorelein! Alles wieder gut bei dir, Jack? Ja, alles wieder gut. Alles wieder gut, danke der Nachfrage. Bei dir alles gut? Hast du Wochenende? Das mit den Eiern ist eine Kunst für sich. Du musst halt nur eine begrenzte Anzahl an Eiern. Du hast halt nur eine begrenzte Anzahl Eier im Nest. Unterschiedliche Nester haben unterschiedliche starke Eier. Eier. Aber THQ hat die Rechte gekauft und das Spiel neu aufgelegt mit kleinen Verbesserungen und es gibt noch ein neues DLC. Cool. Danke dir, Laralein. Weit so gut. Ich hoffe bei dir auch. Wir versuchen mal ein neues Spiel. Quasi eine Art Pokémon-Spiel im Monster Hunter-Universum. Um es mal so ganz grob zu beschreiben. Falls du das nicht kennst, natürlich. Upsi. Lebenspuder. Double Jump. Was ist das hier? Das Spiel ist zu... Ey, wir haben echt Soundprobleme mit dem Spiel, ne? Das Spiel ist zu laut. Zu laut. Ja, lass mich den Kampf eben machen. Nee, ich will Monsties weg. Ja, ja. So. Du warst ein schneller Ding, ne? Anfällig auf Spitzwaffen. Ich habe ja immer noch nicht ganz geschnallt, wie wir diese Doppelangriffe machen. Ja. Ja, mein Spiel ist zu laut, meintest du, ne? Ja, das kann ich auch hier einstellen. Ich habe das Spiel jetzt etwas leiser gemacht. Für euch. Vielleicht ist mein Mikrofon auch nur ein bisschen zu weit weg. Das kann auch sein. Ja. So. Wir waren da, wir waren da. Alles abgecheckt. Die Kamerabewegung ist irgendwie merkwürdig in dem Spiel. Habe ich mich jetzt noch nicht dran gewöhnt nach 3 Stunden. Leute, gebt mir ruhig weiterhin Soundfeedback, ne? Sound ist sehr, sehr wichtig. Okay. Aber das lag hier vorhin nicht. Pelagizid-Erz? Ich glaube nicht, dass das hier vorhin lag. Wir eine Runde gedreht, ne? So. Obwohl, Moment, wenn ich jetzt da... Keine Monster, okay. Nope, kenne ich nicht. Gerade sehr Pokémon erinnert. Gibt es aber nur für die Playsee, oder? Ne, ne, für Switch und PC. Switch und PC. Und ich habe es bei Instant Gaming für 39 geschossen. Oder 49. Weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Okay, keine Eier am Start. Das speichert er also. Ich dachte, die respawnen. Ist auch der einzige Grund gewesen, warum ich jetzt nochmal zurückgekommen bin. In die Höhle. Kann man eigentlich sprinten oder so? Ne. Ups. Das wollte ich nicht. Moment mal. Ja. Genau, für die Switch. Unser kleiner Dodo ist ja gewachsen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Luna, der ist irgendwie instant gewachsen. Ich habe das nicht ganz verstanden. Der war auf einmal groß. Ich habe da nichts zu beigesteuert, ehrlich gesagt. Der Sound ist unverändert. Wie geht das denn? Jetzt angeblich leiser gestellt wieder. Vielleicht sind die Soundeffekte zu laut. Wenn ich euch zeige, wo ich mit dem Sound schon bin, ne? Also die Master-Lautstärke habe ich schon auf 50% und dann nochmal die Musiklautstärke runtergefahren. Ich meine, ich kann ja die Effektlautstärke auch nochmal runterfahren, so. Von mir aus zweimal. Stimme kann ruhig bleiben. System auch. Sind vor allem die Effekte, würde ich sagen. Okay, okay. Ja, also es soll nicht zu leise, es soll nicht zu laut sein, Leute. Sagt ruhig Bescheid. Der Sound soll im Verhältnis zu meiner Stimme einfach nur harmonisch sein, bitte. Problem ist, ich höre das leider nicht. Ein Schlaffisch. Nee, sogar drei. Okay, cool. Kann ich mich mit identifizieren mit so einem Schlaffisch? So, ich glaube, wir haben die... Ne, Moment, hier waren wir noch nicht. Ach so, da kommen wir aber auch nicht hin, ne? Weil wir keine Ranken-Kletter-Geschichte haben. Und hier würden wir dann... Okay, verstehe. Also ich glaube, was hier so etwas bläulich eingezeichnet ist, ist eine Ebene höher. Ah ne, das ist Wasser. Das ist Wasser. Was erzähle ich da? Achso, ich kann hier hoch. Ah, okay. Schauen wir mal, was hier so ist. Tails, es kommt ein neues Tails raus, by the way. Das sieht auch super aus. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Tails auf irgendwas. Das sieht richtig nice aus. So, die Dudes sind auf Kraft, ne? Kraft brauchen wir Geschwindigkeit. Oh, Moonlight, schau dir das Neue mal an. Das ganz neue Tails, das sieht super aus, wirklich. Zwar auch rundenbasiert. Aber ja. Wenn man damit klarkommt. Der Vogel. Viel besser jetzt. Vielleicht sagt mal jemand anders noch was dazu. Danke dir. Danke dir. Interesse dran? Also ich persönlich jetzt nicht. Aber vielleicht Moonlight oder so? Das wäre mir recht. Wobei Zestiria würde mich interessieren, da ich den Anime dazu gesehen habe. Ach, da gibt es Animes zu. Krass, wusste ich gar nicht.
Bay, wie immer sehr großzügig. Wie immer sehr großzügig. Und hey, Duki. Na, alles gut? Wie geht's dir? Wie geht's Dago? Okay, wir haben rohes Fleisch eingesammelt. Das ist auch gut für die Nebenquest. Wir müssten generell ein, zwei Nebenquest-Sachen schon absolviert haben, ne? Quest-Info hier. Bnahabras müssen wir noch ein paar killen. Mahana gut. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wann wir das eingesammelt haben. Rohes Fleisch fehlen uns noch drei. Dämmerungspilz haben wir noch gar nichts. Und brüte ein Ei aus, das machen wir gleich, ne? Achso, wir können auch noch ein bisschen kombinieren, sehe ich gerade. Trank. Kriegen wir das 15 Mal hin? Nein. Aber 14 Mal. Ohmmehlweizen und... Ah, okay. Können auch direkt Donuts machen. Dann müsste ich doch 15 Mal kombinieren. Ja, haben wir erledigt. Cool. Ja. Bnahabras. Diese kleinen scheiß Insektenviecher. Die müssen wir dann... Duki... Danke dir für den Host. Vielen lieben Dank. Also Dodo haut ganz schön rein. Ja, ja. Dodo macht Stress. Mir geht's gut. Hab eben meine Küche verkauft. Dago macht gerade Uni. Wie geht's dir? Du hast deine Küche verkauft. Das klingt irgendwie total stressig. Ich hoffe, das lief reibungslos ab. Bist du jetzt ohne Küche oder hast du das so hingekriegt? Übergangslos. Und mir geht's gut, danke der Nachfrage. Wochenende, ne? Hoch die Hände. Wochenende. Uluyaku, das Spatzenhirn ist super. Aber da kommen noch bessere. Das Spatzenhirn. Bei den Augen würde ich auch Spatzenhirn sagen. Das sieht so echt so doofy aus irgendwie. Aber dennoch sympathisch. So. Wie kann ich dich animieren zu kämpfen? Das war Geschwindigkeit, ne? Man muss sich echt merken, welche Gegner... Ne, das war Gleichstand. Quatsch. Croft. Kannst du dir sparen. Moonlight, vielen lieben Dank für den Follow. Herzlich willkommen. Lief alles gut. Die haben sich um alles gekümmert. Bis Ende August lebe ich jetzt ohne Küche, halb so wild. Habe schon ein Jahr ohne gelebt. War nicht schlecht. Nicht schlecht. Monsterfluid. Flüssigkeit, die von Käfern aus Monstern gesaugt wird. Mit Verdauungssaft wird es zu Kleber. Das klingt ja mal richtig rotzig. So, Käfer haben wir jetzt 3 von 5, ne? Fehlen 2. Ob wir die noch finden jetzt hier? Ich gehe mal davon aus, wir müssen raus und wieder rein, damit die respawnen. Aber die machen wir noch und dann geht's in die Base zurück. Oder ins Dorf. Weil ich habe diese Käfer noch nicht woanders gesehen. Farbbeeren. Aber Leute, was mich jetzt gerade irritiert hat, ey, ich habe echt Probleme mit dem Sound bei dem Game, ne? Ich habe die Follow-Alerts habe ich gerade nicht so gehört. Ich mache mal den Sound wieder auf regulär. Hat der sich für euch jetzt irgendwie geändert? Ihr müsst mir bitte nochmal Soundfeedback geben. Ich weiß, es nervt. Aber gerade bei dem Spiel habe ich jetzt echt... Also jeder sagt was anderes, gefühlt. Und
der Follow-Alert, der war gerade, und auch der Host-Alert, die waren mir ein bisschen zu leise. Ich glaube, das kommt bei euch auch sehr leise dann an. Jungen, kämpf! Ist wieder lauter, okay? Gut, dann stelle ich das im Game, jetzt stelle ich das leise, ja? Lass mich den Kampf eben machen. Oh, ich sollte mich mal heilen, sehe ich gerade. Crank. Nice. Schwache Säure. Oh Gott. Was gibt's zu essen, Luna? Interessiert mich ja immer. So. Machen wir hier wirklich mal so. Müsst ihr jetzt bei mir etwas lauter machen. Könnte sein, dass jetzt immer noch zu laut ist. Sagt er mir einfach wieder Bescheid, ja. Und dann sitzen die Soundeinstellungen aber auch. Da muss ich mir mit dem System nämlich keine Sorgen mehr machen. Ich regel das dann nur noch über Ingame-Sound. So. Dich auch noch hier. Ich nehme auch noch mit. Buletten. Lass es dir schmecken. Nochmal, Doppelung? Okay. Ich schnall nicht ganz, wann die Doppelangriffe initiieren. Jetzt zweimal hintereinander, komischerweise. Natürlich es. Natürlich. So, das haben wir ja. Trifft den Klienten in Dorf Mahana. Alles klar. Dann wollen wir mal zurück ins Dorf. Etwas mehr Geschwindigkeit wäre nice bei den Dudes. Vielleicht kommt das ja noch. Also die Laufgeschwindigkeit. Ab ins Dörfchen. Akolo Honig. Aber so einen Dämmerungspilz haben wir auch noch nicht eingesammelt. Vielleicht wächst er ja nur abends oder so. Ja, ja, weiß ich doch, du. Weiß ich doch. Upsi. Wir bräuchten eigentlich auch ein Monster, das schwimmen kann, ne? Früher oder später. Selbst hier liegt was. Ja, Fisch. Nee, Erz. Jo. Die sind schon ein bisschen größer hier.
das? Fallengerät. Okay. Gesunder plus 1. Das sah aus wie ein Talisman. Das sah aus wie ein Talisman, Leute. Ja. Erhöht maximale TP etwas. Wie viel? Wir haben 12. Ne, Moment. Wo ist meine TP? Keine Ahnung. Auf jeden Fall erhöht. Sehr gut. Selbstgemachte Bulettis. Das klingt sehr lecker. Guten Hunger. Lass es dir schmecken. Ich weiß auch gar nicht, was ich heute so essen soll. Vielleicht bestelle ich mir was oder so. Ein bisschen Samstagsfeeling. Du bist zurück! Freut die sich aber. Hey! Hi there! Ja, die Jagd ist gut gelaufen. Stufe 5. Schwer ab, lass mich angeln. Finde ich witzig, dass diese Käfer in der Höhle, gefühlt ein paar hundert Meter weit entfernt, die hier beim Angeln stört. Nutzt zähe Flüssigkeiten und scharfe Kiefer zum Bau von sehenswerten Ameisenhaufen. That's great. Thanks. Also gut, Zeit meine Angel auszuwerfen. Ich fange auf jeden Fall ein paar leckere Fische für dich mit. Dankeschön. Dankeschön. Sehr herzallerliebst. Berichte dem Oberhaupt Gara. Moment, Moment. Wir wollen doch noch ein Ei ausbrüten. Wir sind doch noch gar nicht fertig hier. Hast du ganz allein ein Ei in deine Pfoten bekommen? Oberhaupt Gara wartet vor seinem... Ach so, okay. Alles klar. Ich muss ihm das zeigen. Sorglose Feline. Hakolo ist ein Paradies. Den Schwanz runterlassen und die Sonne genießen. Das ist, was ich will. Täglich rund um die Uhr. Hey, Bro. You and me both. Was ist das? Ach, das ist mein Haus. Navirus, Outfits, irgendwas. Let's go, buddy! Überlass das Navigieren einfach mir. Sag Bescheid, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Okay. Ändere dein Aussehen inklusive der Farbe deiner Rüstung an der Truhe in deinem Haus. Du kannst an der Truhe auch deine Bindungsfähigkeiten sehen und dir zuvor gesehene Sequenzen anschauen. Ach so. Das ist cool. Das ist cool, weil ich weiß jetzt schon, ich werde mich irgendwann an meiner Frisur satt sehen. Und ich habe schon eine Frisur gesehen, die mir ganz gut gefällt. Ich glaube, das war die hier. Nee. Oh, die ist auch cool. So, egal, wir bleiben erstmal so. Ich kann hier die Farbe ändern. Das hat ein bisschen was von Bayern München hier, aber ich lasse das mal so. Navirus-Outfits. Boah, das sind ja Dutzende. Galerie. Alles klar. Ist auf jeden Fall sehr gemütlich. Also ich würde hier wohnen. Was ist das? Bett. Ah, Bett war zum Speichern da, ne? Genau. Komm, wir speichern mal. Einfach so. Why not? Why the heck not? Yo, Jesse, wie geht's dir? Oh Gott. Wie läuft dein Wochenende? Der Afro, ja. It's the Afro. Alles gut bei dir? Wird noch spannend, wenn du andere Rüstungen hast. Ja, ich habe schon gesehen, dass die Rüstungen auch andere Boni mit sich bringen und so. Da bin ich mal gespannt. Bin ich echt mal gespannt. Oberhaupt Gara. Yay, you're back! Yay! How'd you like your first solo quest? It's pretty wild, right? I was worried you might get lost or something.
I'm super glad to see you all in one piece. Huh, was it easy? You look completely unfazed. Guess there's no denying you're Red's grandkid. Guck mal hier. Fettes Ei. You even brought back an egg. Oh wow, you're right. Huh. I'm a better teacher than I thought. Which is it? Thanks to your teaching or because this is Red's grandkid? Aber eben. Eh, who cares? The newbie did a great job and that's what counts. What do you think, Kana? They're ready for the next one, wouldn't you say? Really? Isn't it a little too soon for the rookie to handle alone? No. Hmm. You should go with them too, just in case. Why so serious, guys? Whatever it is, we can handle it. We've had reports of some recent turf wars in the Pona grasslands. Turf wars? What's that? It's when monsters fight over territory. We've even found badly injured monsters in the grasslands. We can't just let them tear each other apart. It'll be bad news for the island's ecosystem if we do. Let's get moving. I'll meet you at the edge of the village. Da freut sich. Auf die keiner freut sich. Gerade von der Arbeit heimgekommen, war krank die Tage. Bin es noch etwas, aber nicht mehr schlimm. Bin zurzeit viel arbeiten. Gute Besserung, Jesse. Etwas zu viel nach meinem Geschmack. Ja, war ja letzte Woche bei mir auch so. Hat mich ein bisschen erwischt. Aber gute Besserung. Ruh dich mal schön aus. Nutz das Wochenende. Jetzt, wo die Monster um Reviere kämpfen, scheinen die seltsamen Vorkommnisse auf der Insel kein Ende zu nehmen. Beunruhigt über die schrecklichen Folgen, die das für die Natur der Welt haben könnte, beauftragt Gara dich, zur Pona-Grassavanne aufzubrechen und mehr herauszufinden. Kampfgefährten. Ein Kampfgefährte ist ein Verbündeter, der an deiner Seite kämpft, Fähigkeiten und Objekte benutzt und dir generell Unterstützung bietet. Auch Kampfgefährten haben ihre eigenen Herzen. Wenn einer von euch alle Herzen verliert, zählt das als Niederlage. Nur einer? Okay. Herzen regenerieren automatisch bei Rückkehr zur Stadt. Auch diese Herzen habe ich noch nicht so ganz geschnallt. Also es gibt einmal Gesundheit und einmal Herzen. Werden wir sicher noch irgendwie rausfinden. So, uno momento. Wo ist der Schmied? Hier bist du. Welcome. Ich müsste doch jetzt genug Cash haben, oder? 3,8. Das ist jetzt nicht so viel. Aber ich hätte sehr gerne dieses Jägermesser hier. Kauf mal. Wähle einen Slot zum Ausrüsten. Wir nehmen das anstelle des Eisenschwerts, ne? Ja. Eisenhammer kann bleiben. Ich kann da noch ein. Achso, Moment mal. Ich habe da auch noch einen dritten Slot. Da würde ich natürlich gerne irgendwie so eine Art Bogen oder so reinmachen. Schnellfeuerkraftbeschichtung, Ausbreitung, Giftbeschichtung. Ah, wir warten damit mal noch. Oh, das ist neu hier. Lederrüstung. Das sieht ja mal total cool aus. 12,6. Verteidigung, Wasser. Die Rüstung sieht total nice aus. Ich glaube, ich kaufe mir die, Leute. Zack. Ausgerüstet. So, Thema verbessern. Ach, das kostet 1000, ja? Und Rüstung verbessern kostet 800. Rider-Rüstung. Komm, wir verbessern auch mal unsere Rüstung. Wir brauchen Stuff dafür. Shit. Irgendein Leder. Larinot-Material, Bullfango-Material. 4 Stück. Oh, damn. Und hierfür? Ach du Scheiße, man braucht ja voll den Stuff.
Okay, mir fehlen hierfür eindeutig noch Sachen. Was können wir verkaufen? Wertobjekte? Moment. Alle Wertobjekte für... Moment, was? Wertobjekte? Thank you. Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was das sein soll. Klar, Moment. Schlüsselobjekte. Sind, wenn einer faintet. Okay. Schön, dass du wieder fit bist. Ist echt nervig, aber gibt Schlimmeres. Ja, Jesse, so sieht's aus. So sieht's aus. War auch so eine kleine Erkältungswelle, war unterwegs. Wenn einer deiner Kameraden besiegt wird, verliert die Gruppe ein Herz. Wenn du alle Herzen verlierst, ist schlecht. Das ist halt Monster Hunter. Was hast du erwartet? Ja, der Grind, ne? Ich habe den Grind ein bisschen vergessen. Sei nicht schüchtern, sagt er. Okay, ich habe anscheinend Wertobjekte, die ich, schätze ich mal, ohne schlechten Gewissen verkaufen kann. Die hat er mir in meinem Inventar aber nicht separat angezeigt, was mir Sorgen macht. So, Objekte verkaufen. Wofür brauche ich Farbbeeren? Zur Herstellung von Farbbällen. Ah, ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht genug eingesammelt, als dass ich jetzt hier irgendwie auf dicke Hose verkaufen kann. Deswegen ziehen wir mal weiter. Ja. Was hast du noch mal so im Angebot? Habe ich Gegengift eigentlich am Start? Gegengiftkraut, ja. Aber ich kann kein Gegengift irgendwie craften. Begib dich zur Pona-Gras-Savanne. Leute, ich will doch einfach nur mal erstmal mein Ei brüten. Jo, wie cool ist das denn? Was ist das denn für ein Vieh? Boah, das kenne ich gar nicht, ne? Also auch aus den Teilen nicht. Diesen komischen Buckeln auf dem Rücken oder was das sein soll? Mhm. Staunender Junge. Eines Tages werde ich zum Monsterexperten. Du wirst schon sehen. Jemand, den man Wunderkind im Feld der Monsterforschung nennt. Okay, er glaubt, er sei Ash Ketchum. Ich habe schlechte Neuigkeiten für dich, Bro. Das bin ich. Willkommen zurück. Eier sind in sicheren Pfoten. Das liest man gerne. Mach mal hier was. Oh, hey. Ein Velocidrome, wovon ich schon einen hab, ne? Genau, Wertobjekte sind abseits von Geld bekommen nutzlos. Ah, okay, sehr gut. Ich weiß, welches das ist. Dieser gelbe? Boah, ich kenne den nicht, ey. Dabei habe ich World auch oft ausgiebig gezockt. Das war lange her. Und mein Gedächtnis ist ein Sieb. Deine Gruppe und Sets bearbeiten. Tausche Monstis in deiner Gruppe gegen andere aus den Stallungen. Alles klar. Der ist gerade geschlüpft, ne? Favoriten, Kraft, Geschwindigkeit, Technik. Okay, 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 okay. Ja, also zwei Velocidrome macht keinen Sinn. Würde ich sagen. Monstis verwalten.
Wähle Monstis Verhalten, um ihre Namen zu ändern oder Monstis auszuwählen, um sie wieder in die Wildnis freizulassen. Ach, das kann man auch. Ja, ich muss mir noch einen Namen für Kuluyaku überlegen. Genau, das ist das Geräusch, was die eigentlich machen, diese Katzen. Begib dich zur Grassavanne. Ja, aber wir haben auch noch andere Quests am Start, ne? Ah, Moment, Moment. Hier, einreichen. Sammelamulett. Das seltene Sammelobjekte für 30 Minuten 10% leichter zu finden macht. Okay. Kombi-Rezept für Farbbälle, perfekt um Ziele zu markieren. Farbball, Farbball, Farbball. Erhöhte Monster-Rückzugswahrscheinlichkeit für 3 Runden. Effektiv bei niedrigen Monster-TP. Holy shit. Jetzt kommen die Items hier. Jetzt kommen die Items. Jägerjournal Sommer. Ein Kombirezept für Immunisierer. Okay. Eine Medizin, die die natürliche Heilung unterstützt, regeneriert TP eines Verbündeten über 10 Runden. 10 Runden ist schon stabil. 10 Runden ist stabil. Kugelrunde Probleme. Konchu. Hey, wann habe ich das denn? Egal. Achso, die sind neu. Die sind neu. Ja, ich nehme einfach alles an. Opferamulette, ja, von mir aus. Reiche Quests ein. Kommst du mit allen Anfragen gut zurecht? Nun, du bist jetzt ein vollwertiger Rider. Und was machen Rider? Nebenquests. Versuche 10 von ihnen abzuschließen. Okay. Lästige blaue Schatten, Veloci Prey, 6 Stück. Kriegen wir auch hin. Wir nehmen einfach so viel Nebenquests wie möglich an. Ach, den gibt's in Rise. Ja, kein Wunder, dass ich den nicht kenne. Rise habe ich eine Runde gestreamt und da kamen dann andere Spiele dazwischen und da hat's nicht mehr sein sollen mit Rise. Aussichtspunkt Höhle. Kamunawald. Okay. Das hier ist die Savanne. Storytime. Right. Let's go check out where these turf wars have been happening. Sounds good, but what are we gonna be checking out? Well, obviously we're going to find some monster tracks. Monsters leave traces behind wherever they go. We can follow those to wherever the monsters are now. Well, okay. But how are we supposed to follow a trail in such a huge area? No worries. I've got us covered. Natürlich. Ta-da! You ever hear of scout flies? Spähkäfer. Once we find the tracks, Spähkäfer. These little fellas will do the rest. Kennen wir doch auch. And anyone can use these flashy things? Even my buddy over here? Of course. Dann gibt's auch in anderen Teilen, aber halt nicht in World. World hat so oder so gefühlt weniger Monster. Ist das so? Ich hätte jetzt echt gedacht, World hatte mehr als sonst. Aber wenn du das sagst, du scheinst mehr Ahnung als ich zu haben. Ich habe außer World nur einen Monster Hunter gespielt. Ich meine, Rise, wie gesagt, nur angespielt. Und das war auf der PSP damals. Gab es Monster Hunter 2 oder so hieß das? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall sehr nice. Monster hinterlassen Spuren wie zerrissenes Gras oder Dung. Spähkäfer können dich mit ihrem Licht zu Monsterspuren führen. Sobald du ausreichend Spuren gefunden hast, können die Spähkäfer dich zu dem Monster führen, das sie hinterlassen hat. Wenn ein großes Monster die Spähkäfer bemerkt, blitzen diese rot auf und führen dich nicht weiter. Wenn du das Monster besiegst oder dich von ihm entfernst, kehren die
Spähkäfer in ihren normalen Zustand zurück. Okay. Oh, hier gibt's doch voll viel Stuff. Moment mal. Hier ist eine Höhle. Ein paar Krauts. Kelby Horn. Hier waren doch gerade so ein paar Kelbys. Ich glaube, die haben sich verkrochen, ne? Spurensuche, zerrissenes Gras. Okay. Spuren gefunden. Keine Ahnung. Ich kenne nur World, Rise und Stories. Idung. Selten Monsterbau? Oh. Okay. 1000 Zennies, nice. Einfach mal so. Spähkäfer haben eine Monsterspur entdeckt, jetzt müssen wir nur noch dem Licht folgen. Ja, ja. Das sagen die auch im Krankenhaus immer. Folge dem Licht. Du musst nur noch dem Licht folgen. Aber wir machen das mal. Ich lasse mich nicht ablenken hier jetzt von irgendwelchen Monstern. Ah, Moment. Wir haben Quest-Info jetzt auch freigeschaltet. Komm, wir fighten mal rum. Du wirst allein in Stories einige Monster kennenlernen, die es in World nicht gibt. Ja, zum Beispiel dieser gelbe, ne, von vorhin. Shit, was waren das jetzt? Geschwindigkeitsdudes? Ich glaube Geschwindigkeit. Holy moly. Jetzt ist es sauer. Oh shit. What a heart-pounding battle. See. Meinst du, ich soll da rein? Aber ich glaube, die nehmen mich da drin auf Volley, oder? Ich folge mal noch meiner Spur hier erstmal. Ich schätze mal, der trägt das auch in der Map ein, oder? Mit der... Moment, wo zum Teufel bin ich denn jetzt? Monsterbau? Hier, selten Monsterbau. Okay, gut. Es wird auf jeden Fall gecheckt. Wildschweine. Ach, das sind Bullfangos. Was könnten die sein? Kraft, Geschwindigkeit, die könnten alles sein. Machen wir mal Technik. Okay, der benutzt Kraft. Gegen Kraft war Geschwindigkeit gut, ne? Steinwerfer.
Blöp. Direkt drei auf einmal, ey. Ja, stimmt, mit dem Partner ist ein Argument. Überspannen. Fokuskraft. Okay, der eine Bulfango hat jetzt mehr Angriff oder was? Mehr Verteidigung? Sehe ich das richtig? Ja, nice. Der ist auch platt. Okay, also das Schild mit dem Schwert mit Schild finde ich auch optisch schon viel nicer. Das slasht sich da so schön durch. Stufenaufstieg, Jack anfeuern, Stufe 6. Okay. Kleiner wilder Knochen, rohes Fleisch, Bulfango Pelz. Okay, sehr gut. Bulfango Pelz brauchten wir ja für die, eine Geschichte, ne? Irgendwas verbessern. Bleib, bleib. Es gibt so viele gute Waffen. Ich bin echt gespannt, ne? Spähkäfer sammeln sich an der Felskuppe. Ich frag mich irgendwas. Der Text war zu schnell. Ein bisschen Kraut. Ja, komm. Nehmen wir die eben mit hier. Ich finde cool, dass man beim ersten Mal nicht weiß, wie viel Gesundheit die haben. Nochmal Steinwerfer hier. Er hat den Steinwerfer übernommen quasi, weil der andere gestorben ist. Yeah! Let's fetz. Euch lasse ich mal in Ruhe. Auf die Großen hier bin ich auch schon gespannt. Cap Camuna. Ach, hier kann ich da nur hinfliegen, oder was? Oh, so ein Flugmonsti. Bitte, gib mir. Ich bin an Bord. Schlangenbienenlarve. Aber das klingt so ekelhaft. Was zum Teufel ist eine Schlangenbiene? Albtraummaterial. Ui, weiter geht's. Check it out, buddy. Alles klar, Luna. Happy lurking. Und Waffen funktionieren die da wie in Word. Also Giftwaffen können vergiften. Danke für den Tipp. Danke für den Tipp. Und viel Spaß beim Spiel. Was zum Teufel? Okay, wir haben verkackt.
bin jetzt gerade froh, dass ich einen Begleiter dabei habe. Was ist das denn für ein Vieh, ey? Du meine Pfote, er hat uns gesehen. Ja, weil du auf den fucking Stock getreten hast. Lass dich austauschen, schnell. Wieso austauschen? Nix da. Ich würde sagen, das Ding geht auf Geschwindigkeit. Ich versuche mal Technik. Ich konnte jetzt den Kopf anvisieren. Okay, scharfe Waffen bringt schon mal nichts. Versuchen wir den Eisenhammer, der wahrscheinlich auch nichts bringt. Technik. Fokus. Das Mädel ist gut drauf. Dann müssen wir auf Kraft gehen, ne? Ne, Hammer ist auch nicht gut. Shit. Das heißt, die passende Waffe haben wir gar nicht. Für idealen Schaden. Keil gebrochen. Yo, Kati, was geht? Moment, ist das vom Gameplay wie Pokémon aufgebaut oder wie ist das zu verstehen? Genau, Sven. Moin Moin erstmal. Das ist quasi Pokémon im Monster Hunter Universum. Mit viel Rumlaufen, Erkunden, rundenbasiertes Gameplay, Elementarschäden und so weiter und so fort, ja. Monster fangen und so. Kati, wie geht's dir? Alles gut? Das Gefühl, dich irgendwie Ewigkeiten nicht mehr im Chat gesehen zu haben. Nee, ich wechsle mal die Waffe. Ich wechsle mal die Waffe. Nimm mal Jägermesser und slice den die Throat auf. Stürztritt. Tante ab, Junge. Oh. Okay, das war relativ einfach. Ich reite dich mal, Dude. Explosion. Hört sich gut an. Ja, das macht Spaß. Also wenn du so Pokémon gerne spielst, dann schau dir das Spiel mal an. Okay, weiter geht's. Monsti. Kannst nichts machen. Moment, wir wollten auf Kraft, ne? Genau. Weil er macht Technik. Er zieht sich zurück. Holy shit. Minus ein L, genau. Xander, du redest von der Holly. Kutku-Schuppe, Kutku-Gewebe, Flammenbeutel. Also das Mädel, das geht gut ab, muss ich sagen. Tritt ein Monster den Rückzug an. Sorry. Taucht sein Bau irgendwo im Feld auf. Das ist deine Chance, dir ein Ei zu schnappen. Jedes Monster tritt durch verschiedene Umstände den Rückzug an, aber ein Farbball klappt bei jedem Gegner gut. Die meisten Monster ziehen sich eher zurück, wenn sie mit einem Farbball getroffen werden, bevor du sie besiegst. Okay. It's retreating. Rückzug.
Manchmal steht ein besiegtes Monster wieder auf und geht in seinen Bau zurück. Das nennt man einen Rückzug. Das ist die Chance, hier ein Ei von dem Monster zu holen. Wenn sich ein Monster in seinen Bau zurückzieht, wird es auf der Karte markiert. Statte ihm einen Besuch ab und schnapp dir ein Ei. Es gibt viele Wege, ein Monster zum Rückzug zu zwingen, aber viele ziehen sich durch einen Farbballtreffer zurück. In der Monsterklopädie findest du mehr Tipps. Ein Farbball? Ist es deine Chance, ein neues Monsterei in die Tatzen zu kriegen? Okay. So, Monsterklopädie, ne? Heißt das, jedes Monster hat irgendwie andere, Wo ist diese Scheiße, Klopädie? Achso, hier. Beispielsweise, das ist der, ne? Wie heißt der eigentlich? Jan Kutku. Okay. Bricht den Kopf mit einer Stoßwaffe, um die Rückzugrate zu erhöhen. Da haben wir es doch. Und was sagt er beispielsweise bei dem hier? Dieses Monster kann nicht in... Achso, das kann nicht in seinen Bau zurückgetrieben werden. Triff es mit einem Farbball und besiege es schnell, um die Rückzugrate zu erhöhen. Okay, verstehe. Brich die Steine mit einer stumpfen Waffe, um die Rückzugsrate zu erhöhen. Ja, also jedes Monster hat tatsächlich eine eigene Rückzugstechnik. Oh mein Gott. Leute, zieht euch das mal rein. 217 Monster? What? Okay. Moment, habe ich Farbbälle? Obwohl, ne, der braucht ja gar keinen Farbball, ne? Bei dem muss ich auf den Kopf schlagen mit einer Waffe, meinte er. Mir geht's gut, hatte viel zu tun in der letzten Zeit. Neuer Job. Noch eine Unterrichtung gemacht im Bewachungsgewerbe. Ja, das klingt anstrengend. Das klingt anstrengend. Ich hoffe, alles läuft gut. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Alles wie gehabt, würde ich sagen.